dieser Geschichte begeben wir uns auf eine magische Winterreise. Ein alter Zug wird dich auf eine Fahrt durch winterliche Landschaften begleiten. Ich wünsche dir eine gute Erholung. Sanfte Winde hauchen die letzten Blätter hinab vom alten Lindenbaum. Hier steht er nun in seinem Winterkleid, ruht in sich und ist bereit für all das Kommende in den kalten Tagen. Doch tief in sich vergraben, fühlt er schon die warme Zeit. Auch du darfst dich jetzt in deine Decke kuscheln und tief in dir die Wärme spüren. Widme dich jetzt voll und ganz deiner Entspannung und genieße diese Zeit hier an diesem Ort. Dies ist deine Zeit der Ruhe. Sie ist nur für dich da. Nimm jetzt ein paar bewusste Atemzüge. Tief einatmen und wieder ausatmen. Versuche zwischen dem Einatmen und dem Ausatmen eine kurze Pause zu machen und diese Stille ganz achtsam wahrzunehmen. Wiederhole die Atmung nochmals. Und fühle die Ruhe in dir. Die Ruhe darf sich ausbreiten, tiefer sinken, vielleicht auch nach links oder rechts fließen. Gib ihr den nötigen Raum und fühle die Entspannung deiner Glieder. Langsam löst sich deine Nackenmuskulatur. Deine Schultern werden warm und weich. Dein Rücken sinkt in deine Unterlage und streckt sich in angenehmer Weise. Mit der Entspannung entfaltet sich deine Fantasie. Manchmal siehst du zuerst nur Farben, die wie energetische Ströme in deinem Unterbewusstsein fließen können. Völlig ruhig und gleichmäßig wie dein Atem können sie dich nähren. Jede Zelle deines Körpers wird mit neuer und kraftvoller Energie versorgt. Gib mit jedem Ausatmen die Anspannungen und den Stress des Tages ab. Übergib es in einer Farbe. Es ist ganz egal, welche du wählst oder woher sie kommt.
lass es einfach davongleiten. Gedanken schweben von Zeit zu Zeit um dich herum. Sie sind dir manchmal näher oder du siehst sie nur aus der Ferne. Atme ganz bewusst ein und mit jedem Ausatmen bläst du sie sanft hinfort. Ganz so, als wäre dein Atem eine verspielte Brise, die kleine Blätter mit einem Ausatmen wegfegt. Langsam segeln sie davon, und was bleibt, ist die Sonne, die dich liebevoll umfängt und wärmt. Genieße das wohlig warme Gefühl deiner entspannten Muskeln und die angenehme Schwere deiner Glieder. Sinke immer tiefer und tiefer in deinen innersten Kern und fühle dich selbst. Sei ganz bei dir und freue dich auf die kommende Reise. Der Schnee liegt wie eine weiche Daunendecke über den Bergen und Tälern deiner Umgebung. Leise knirschen deine Schritte auf dem Weg. Du gehst völlig gelassen zu einem Bahnhof, der am Rande einer alten Stadt gelegen ist. Die Sonne steht hoch am azurblauen Himmel und strahlt dir entgegen. Du bist warm angezogen und du fühlst dich vollkommen wohl und geborgen. Feine Rauchfäden ziehen über die Schornsteine der umstehenden Gebäude hinweg. Es duftet etwas nach Holz und auch nach Räucherwerk. Du atmest diesen würzigen Duft ein und nimmst ihn wahr. Langsamen Schrittes gelangst du jetzt in das große Gebäude des Bahnhofs. Alte Stahlträger und verzierte Säulen tragen das Dach einer großen Halle. Hier und da stehen Menschen in Gruppen zusammen. Die gedämpften Geräusche der Unterhaltungen schweben leicht durch den Raum. Es ist eher ein leises Murmeln und gelegentlich wird auch gelacht. Sie stehen in ihren warmen Mänteln da und warten. Es herrscht eine fröhliche und gelassene Stimmung. Der eine oder andere hat ein dampfendes Getränk in den Händen und nippt an ihm.
Ein helles Pfeifen erregt die Aufmerksamkeit aller Reisenden und jeder weiß, dass der Zug jetzt angekommen ist. Sie schlendern gemächlich zum Bahnsteig und du folgst ihnen dorthin. Hell beleuchtet steht eine alte Lokomotive auf den Gleisen. Die Kabinen erinnern an längst vergangene Zeiten. Kleine, verspielte Vorhänge sind rechts und links an den Fenstern befestigt. Und sogar die Türen der Waggons sind mit goldenen Verzierungen versehen. Die Lokomotive ist aus massivem, lackiertem Stahl und glänzt im Licht des Bahnhofs rot-golden. Überall sind Verzierungen angebracht, die dem Zug eine nostalgische Note verleihen. Du zeigst deine Fahrkarte und ein Schaffner bittet dich einzusteigen. In einem langen, holzgetäfelten Gang führen auf der rechten Seite die Türen zu nostalgischen Holzkabinen mit bequemen Polstersitzen. In der einen oder anderen Kabine sitzen bereits ein paar Menschen und freuen sich schon auf die Fahrt. Nach einer kleinen Weile siehst du dein Abteil und setzt dich auf deinen Sitz. Ein Pfiff ertönt und leicht ruckelnd beginnt der Zug seine Fahrt. Draußen vor dem Fenster stehen noch vereinzelt Leute, die sich freudig winkend verabschieden. Der Zug verlässt langsam den Bahnhof und seine weißen Rauchschwaden fegen wie kleine Wolken davon. Es rattert und knattert etwas und du spürst die Atmosphäre von vergangenen Zeiten. Ein Steward bringt dir ein warmes Getränk. Du lehnst dich in die Polster zurück und die Landschaft zieht an dir vorbei. Zunächst sind nur die weiß bedeckten Häuserschluchten der alten Stadt zu sehen. Die warmen Lichter hinter den Fenstern ziehen ruhig vorüber. Manchmal sind auch Personen dahinter zu sehen. Familien, die gemeinsam essen, aber auch Menschen, die ruhig und besonnen ein Buch lesen. In den Gärten spielen Kinder im Schnee und mit einem Pfiff dampft der Zug an ihnen vorbei. Weiter, immer weiter fährt der Zug seinen Weg entlang. Er
gleitet dahin auf den sanften Windungen der Schienen. Und irgendwann gelangt er auf eine weite Ebene. Einzelne Bäume stehen verstreut auf der Fläche. Ihre weit verzweigten Äste sind schneebehangen und funkeln im Licht wie kleine Diamanten. Einzelne Flocken fliegen federleicht über die Landschaft hinweg. Verspielt tanzen sie im Wind und wehen in das weite Land hinaus. Das Gefühl der Ruhe breitet sich aus, verbunden mit einer beschwingten Leichtigkeit. Der Wind malt immer neue Hügel und Täler im steten Wechselspiel des Kommens und Gehens. Der Zug zieht weiter auf seinen Weg in die Ferne. Leise rattert er über die Gleise hinweg, und von Zeit zu Zeit ist auch das Rauschen des Windes zu hören. Die Sitzpolster der Kabine sind wunderbar weich und warm. Angenehm duftet es nach heißen Getränken und auch nach dem alten Holz. Zeitweise knirscht und knackt es aus den alten Vertäfelungen. Die Landschaft ändert sich und der Zug fährt über Berge und Täler hinweg. Sacht rattert er über eine Brücke und überquert ein tiefes Tal. Unter ihm fließt ein großer Fluss, der sich kraftvoll seinen Weg bahnt. Bäume und Sträucher stehen an seinen Ufern und kristallene Eiszapfen hängen an ihren Ästen. Eine Windböe wirbelt neuen Schnee auf und kleine Flöckchen streifen dein Fenster und schmelzen am Glas. Langsam dampft der Zug zu einer Hügelkette hinauf. Er durchquert manchmal Tunnel und fährt unter Brücken entlang. Stetig bewegt sich der Zug weiter zum Berg empor. Das kantige Gestein der umliegenden Felsen bildet die unterschiedlichsten Formen und Strukturen. Und doch haben sie einen ganz besonderen Zauber inne, im Licht der tiefen Abendsonne. Die Formen und Farben werden weicher, und bald küsst der Mond mit seinem silbrigen Schein die Berge. Weich fließt das Licht über die Hänge und einzelne kleine Hasen hüpfen in den nächsten Busch hinein. Weiter, immer weiter geht die Fahrt und in den Kabinen schaltet sich die Beleuchtung ein. Eine kleine Tischlampe
erhellt sanft den Raum. Das leichte Flackern der Lampe erinnert an eine Kerze, die jeden Winkel dieses Ortes in ein tanzendes Licht taucht. Warm und angenehm ist es hier, und draußen schweben kleine Schneeflöckchen hinunter zur Erde. Nach einer Weile gelangt der Zug auf den Berg hinauf und fährt wieder auf einer geraden Fläche. Aus den Fenstern sind kleine Hügel und Berge zu erkennen, die gerade durchquert wurden, und die weite, ebene Fläche. Sie leuchtet im Licht des Mondes wie ein silbernes Meer. In der Ferne ist noch die alte Stadt zu sehen und ihre dampfenden Schornsteine. Kleine Lichter strahlen aus den Häusern heraus und erinnern an die warmen Stuben. Weit hinter der Stadt erscheint ein farbiges Leuchten. Zunächst ist es nur ein sanftes Schimmern und kaum wahrnehmbar. Doch dann wird es immer mehr und es bilden sich farbige Bänder aus blassgrünem Licht, die sich langsam winden und am Himmel leuchten. Nach und nach wird das Leuchten intensiver. Ein Grün und auch ein Blau schwillt langsam an, vermischt sich und zieht in breiten Bahnen über die Landschaft hinweg. Manchmal werden die Bänder breiter und dann wieder etwas schmäler. Es ist wie ein wunderschönes Gemälde, das sich immer wieder von Neuem erschafft. Sanft fließen die Ströme am Himmel entlang und beleuchten die Landschaft. Das grün-blaue Licht lässt die weite, schneebedeckte Ebene glitzern, als wäre sie mit Smaragden und Saphiren besteckt. Sie tanzen regelrecht miteinander zu einem harmonischen Lied der Farben. Von Zeit zu Zeit bildet sich ein neues Band, das wie Wasser in einem Fluss über den Himmel strömt. Es erstrahlt in einem wunderschönen Blau, während ein anderes langsam verblasst. Der Zug gleitet immer weiter in die Landschaft hinein, und die Reisenden beobachten staunend dieses unwirkliche Himmelsspektakel der klaren Polarnacht.
Leise rattert der Zug über die Gleise. Warm und weich fühlen sich die Polster an und dein Körper sinkt immer tiefer hinein. Die Glieder werden immer schwerer und Ruhe kehrt ein in deinen Geist. Ruhe, die sich langsam in dir ausbreiten darf, während die zauberhaften Nordlichter den Himmel bescheinen. Still fließen sie dahin und unter ihnen glitzert die wunderschöne Schneelandschaft. Gleite nun in deine Träume hinein und höre den monotonen Geräuschen des Zuges zu, die dich immer schläfriger machen und dich in einen tiefen Schlaf wiegen. Langsam fährt der Zug immer weiter. Und du sinkst in deine Traumwelt hinein. Nun ist es Zeit. Zeit zu schlafen. Entspanne dich. Dein Körper ist so müde. Entspanne. Dein Geist ist so müde. So unendlich müde. Dass du dich ganz fallen lässt. Und immer weiter sinkst. Du bist geborgen. Du bist umgeben von Wärme. Sinke hinein. Sinke tief. In einen wohligen Schlaf. Lass los. Lang und erholsam. Genieß. Lass los. Schlaf ein. Schlaf. Geborgen.